Hallo, mein Name ist Michael Werkmann. Ich bin hier in einer Wohnung. Ich sollte hier die Heizung, also die Wartung durchführen, habe ich auch gemacht. Und da die noch leer ist, habe ich natürlich auch wunderbar hier die Möglichkeit, hier so ein bisschen die Bedienung von der Anlage zu erklären. Wir haben hier einen Raumtemperaturregler. Aber jetzt habe ich das schon wieder vergessen, wie das Ding heißt. RM. Moment, das steht hier auf der Bedienungsanleitung. Raummodul RM2. Das ist ein sehr komplexes System. Ich musste das auch erstmal verstehen und mir selber beibringen. Aber ich habe das jetzt so halbwegs verstanden. Ich möchte jetzt auch nicht in die Tiefe reingehen, sondern Ihnen nur in Kurzform erklären, wie Sie das Ding vernünftig bedienen können. Das ist ein digitaler Raumtemperaturregler und der hat hier eine Touch-Bedienung. Die ist jetzt an. Nach 10 Minuten geht dieses Touch-Display, das geht aus, es dunkelt sich ab. Dann steht hier, glaube ich, nur noch die Gradzahl und die Uhrzeit, aber der Rest ist weg. So, bedienen kann ich es. Ich erkläre Ihnen mal kurz, was jetzt gerade eingestellt ist. Hier ist der Betriebsmodus. Das ist jetzt hier die Sparvariante. Das heißt, Heizungspumpe und die Heizung sind aus. Und hier haben wir nur einen Blockierschutz für die Heizungspumpe. Das heißt, sie geht ab und zu mal an. Wenn hier die Raumtemperatur unter 5 Grad Celsius absinkt, dann geht das hier auch an. Das wäre dann die Frostschutzfunktion. Ansonsten ist alles außer Betrieb gesetzt. Die Wohnung würde dann halt bis auf 5 Grad runterkühlen. So, wenn ich das jetzt ändern möchte, dann gehe ich hier auf diesen Betriebsartenwahlschalter oder diesen Taster oder wie man das jetzt hier nennt, drücke ich einmal drauf. Dann fängt es hier an zu blinken. Und das brauche ich eigentlich nur noch, ich möchte jetzt in den normalen Automatikmodus. Das ist jetzt hier da dieses Ding, da möchte ich jetzt hin, drücke ich hier Minus. Jetzt kann ich hier mit OK bestätigen und ich bin jetzt hier im Automatikmodus. Wir haben hier eine momentane Raumtemperatur von knapp 15,8. Die möchte ich erhöhen. Ich gehe jetzt hier rauf auf Minus oder Plus. Und dann zeigt er mir an, was ich hier eingestellt habe. Jetzt ist auch gerade eben die Therme angegangen. Hier, man sieht es. Hier ist jetzt so ein Brennersymbol. Weil ich hier nämlich auf 21,5 Grad eingestellt habe. Ich gehe jetzt hier nochmal rauf. Nee, 19 Grad habe ich eingestellt. Okay. Jetzt kann ich hier die Raumtemperatur verändern. Auf 20 Grad hochstellen. Und ich bestätige das mit okay. Da würde sie jetzt hochheizen. Bis auf 20 Grad Celsius, weil wir ja hier jetzt momentan nur 15,8 Grad haben. Und dann geht sie wieder aus, die Heizung. Ja, möchte ich das wieder ändern, drücke ich einfach nur auf Minus. Ich gehe jetzt wieder hier runter auf 19. Momentan aufgrund der Energiekrise sollen wir ja alle mit Erdgas sparen. Also habe ich jetzt hier 19 Grad Raumtemperatur eingestellt und bestätige das wieder mit OK. Ich möchte jetzt wieder wechseln in diesen Sparmodus. Drücke das hier und gehe jetzt wieder hier nach oben, sodass wieder dieses im Prinzip beim Ein- und Ausschalter, das ist ja dasselbe Symbol. Und damit aktiviere ich jetzt wieder hier diesen Sparmodus. Und das war's. Jetzt kann ich hier reingehen ins Menü und kann hier zum Beispiel zwischen Heizung und Warmwasser wechseln. Genau, jetzt kann ich hier die Uhrzeiten verändern. Der fängt morgens um 6 Uhr an zu heizen. Ja, da geht es on. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Und abends um 22 Uhr geht sie wieder aus. Oder besser gesagt in den Sparbetrieb. Das war's. Viel mehr muss man eigentlich gar nicht machen. Was war das hier? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Da müsste ich mich jetzt auch nochmal belesen. Aber um das hier tiefer ins Detail zu gehen, müsste ich mich jetzt nochmal belesen. Möchte ich nicht, habe ich auch nicht die Zeit dafür. Aber um es jetzt mehr oder weniger bedienen zu können, was eigentlich tagtäglich passiert, von den Werkseinstellungen her, sie fängt morgens um 6 Uhr an zu heizen und hört abends um 22 Uhr auf und geht dann in den Absenkbetrieb runter. Ich glaube, hier sind 15 Grad Celsius eingestellt, Standard. Kann man natürlich auch noch verändern. Muss man nicht, ich sage immer so 1, 2, 3 Grad vielleicht runtersenken, aber nicht
5 Grad oder so, das ist zu viel. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen mit der Kurzbedienung dieser Anlage weiterhelfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann lassen Sie doch bitte einen Daumen nach oben da. Am liebsten ist es mir natürlich, dass Sie den Kanal auch noch abonnieren, weil da sind ja noch ganz viele andere Videos oder es erscheinen auch immer wieder neue Videos. Also wenn Ihnen es gefallen hat, dann einfach abonnieren. Und vielleicht können Sie mich ja sogar noch weiterempfehlen, dann haben andere da auch noch was davon, weil man findet ja unbedingt nicht immer bei dieser Vielfalt an Videos das, wonach man sucht, einfach weiterempfehlen. Hey, cooler Kanal, kann ich dir nur empfehlen, gibt es einige gute Informationen. Ansonsten bedanke ich mich und ich sage dann bis zum nächsten Mal. Ciao.